Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von BWIN. Zwei Teams ganz eng beieinander. EM 2024, das ist das gemeinsame Ziel der beiden Teams, denen es gerade richtig gut geht. Nils Drube, zwei Spiele, zwei Siege. Dann gehen wir rein in die Partie. Jeder wollte den Trend des anderen stören. Frühe, knifflige Szene. Gelbe Karte, aber kein Elfmeter und keine gelbe Karte für Lotte, sondern für Yeboah. Im Stadion sah man das etwas anders. Hier wird's aufgelöst. Das war eine Schwalbe. Sehr gut zu sehen im ersten Moment, dachte jeder. Klarer Foulelfmeter. Auch bei ihm läuft's. 7 Punkte aus 3 Spielen. Fortuna Köln hat sich richtig nach oben gearbeitet. Kegel, Rupprecht, 1-0, 17. Minute. Premiere in der Startelf. Und wie? Mike Kegel, butterweich. Flanke findet Köpfchen. Und Rupprecht mit seinen über 1,90 Meter. Tankt sich durch. Viele Lotter bei ihm, aber nicht energisch genug. Und Fortuna Köln kam richtig gut rein in diese Partie. Die hatten alles im Griff. Riesengelegenheit auf 2-0 zu stellen. Wieder Steven Rupprecht. Unheimlich gefährlich vorne drin. Und Gerrit Wehkamp auf der Linie im Sitzen. Sitzfußball. Der hat in der Grundschule richtig gut mitgemischt. Damani auf Yeboah. Fortuna Köln hatte richtig viel Gelegenheiten, hier das 2-0 zu erzielen. Sie waren besser in Durchgang 1. Die aktivere Mannschaft, die das Lotterspiel komplett zerstörten. Und die mussten sich was einfallen lassen für die zweite Halbzeit. Lotte kam auch erstmal ganz gut in die Partie. Fortuna Köln hatte Kontergelegenheiten über Dominik Ernst. Und der hat das Auge für Kwame Yeboah. Die Vorarbeit richtig klasse, die Körpertäuschung und den Blick durch 3 Lotter durch auf Kwame Yeboah. Viele vergebene Chancen, trotzdem noch 1-0 in Führung. Lotte kam dann mal etwas auf. Das gibt Freistoß und Rupprecht kann es nicht fassen. Meine Güte, das ist körperbetontes Spiel, sagt er beim Zweikampf gegen Lindner. Und der Freistoß in einer guten Position für Jonas Hofmann. Traumtor, 1-1. Die erste richtige Gelegenheit für die Gäste in diesem Spiel. Wundervoll vollendet von Jonas Hofmann. Nieselregen, Herbstbeginn in Köln, aber Adrenalin im Blut der Fans von Lotte, denen ist nicht kalt. Und sie sehen, wie ihre Mannschaft plötzlich stärker wird. Riesenlücken, Lindner! Das Spiel hätte kippen können, gerade zwischen der 60. und 80. Minute, weil Lotte plötzlich richtig stark wird und Köln völlig von der Rolle ist. Wir sind in der Nachspielzeit. Eigentlich scheinen sich beide Teams mit dem 1:1 abzufinden. Michael Eberwein, der Eingewechselte, beidfüßig, entscheidet sich für den Linken. Und kurz davor hier den Lucky Punch für seine Mannschaft zu erzielen. Ich hätte mir gewünscht, dass der zweite Ball auch noch reingeht. Ich glaube, dann wären wir ein Stück weiter gewesen und dann gehen wir hier auch mit 3 Punkten nach Hause. So, glaube ich, ist das 1-1 leider gerecht. Ja, wie gesagt, erste Halbzeit sind wir nicht so gut ins Spiel gekommen. Unser Trainer hat schon gesagt, dass es auch mal Rückschläge geben wird nach den 2 erfolgreichen Spielen. Und das war dann so, in der ersten Halbzeit sind wir irgendwie aus verschiedenen Gründen nicht ins Spiel gekommen, nicht in die Zweikämpfe. Dann haben wir die zweite Halbzeit deutlich besser angenommen, sind in die Zweikämpfe gekommen. Und dann natürlich halt durch den Standard wieder gut ins Spiel gekommen. Und am Ende, mit ein bisschen Glück, könnte man vielleicht noch eins machen. Aber ja, ich denke, das 1:1 geht schon in Ordnung. So ist das, wenn zwei Teams sich begegnen, die gerade richtig gut drauf sind. Keiner will klein beigeben. Und dann ist es am Ende ein Fight auf Augenhöhe.